Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich eine Challenge dabei. Ja, der Jochen, Malt & Metal, sei gegrüßt. Du meintest ja, du würdest gerne mal wissen, unbedingt, wie hier meine Musikrichtung ist, welcher Whisky ich trinke. Das heißt, es geht darum, welche 5 Whiskys haben einen geprägt, aber auch welche 5 Musikalben. Ich dachte, ich mache mal mit, weil viele sind ja dann doch irgendwie dem Metal, dem Rock oder was weiß ich was. Verfallen ist nicht ganz so meine Musikrichtung, das heißt der eine oder andere. Ihr müsst vielleicht wieder bei mir zugucken, wenn es um Whisky geht, musiktechnisch. Könnte ein bisschen ja, abweichen. Auf jeden Fall, Jochen, vielen Dank für die Nominierung. Ich dachte, ich mache das einfach mal mit. Ist ja auch immer wieder eine kleine lustige Runde mal zwischendurch, zwischen den ganzen Verkostungen. Hier schönes kleines Wässerchen trinke und ein bisschen über Musik und Whisky babbeln. Musik ist schon so ein, ja, ein interessanter Bestandteil. Ist natürlich immer die Frage, was hat einen wirklich geprägt? Ja, also wenn man jetzt nicht komplett in der Musik versunken ist, gibt es einfach ein paar Alben, an die man sich gern zurückrennert. Und ich dachte, das stelle ich euch einfach mal vor und blende das ein. Ich habe probiert mit den Whiskys, ist natürlich so eine Sache, wenn ich da so ein Whisky prägt, was ist der beste Whisky? Ja, sind es dann immer noch besseren Whiskys, wenn ich überlege? Der Blog läuft jetzt auch schon seit 2015, davor schon angefangen zu trinken. Ich glaube, seit 2016, 2017 oder 2015, 2016 habe ich angefangen, alles auch so ein bisschen zu protokollieren. Das ist einfach unglaublich viel Whiskys. Na, je nachdem, was man da trinkt. Und dann prägt einem ja doch irgendwie auch sehr stark die Anfangsphase, würde ich sagen. Und dann hinten raus ist es dann mehr so, Interesse bestätigt sich etwas. Und ich denke, darauf werde ich mal eingehen. Bevor ich aber hier zu viel Wasser trinke, starten wir erstmal mit Whisky. Ich würde sagen, Whisky macht ja doch. Whisky-Musik. Mich hat geprägt, also nicht der Whisky, jetzt würde ich sagen, ich habe es probiert, so ein bisschen historisch auch aufzubauen. Vielleicht nicht ein Whisky, der halt mein erster Whisky war. Das war ja damals der Glenlivet, so in die Richtung. Stimmt nicht ganz, aber der erste, den ich selbst gekauft habe, mich auseinandergesetzt habe. Dann habe ich gemerkt, ich habe gar keine rauchigen Whiskys getrunken, aber meine Fotos sagen, ey Norm, am Anfang, du hast voll auf rauchige Whiskys gestanden. Das heißt, irgendwie diese rauchige Whisky-Zeit damals hat mich geprägt. Und ein Whisky muss hier einfach her, ein Port Charlotte Isla Barley, den habe ich jetzt noch zweimal zu. Irgendwie so auch noch nie oder lange nicht mehr aufgemacht. War so ein 50-Euro-Whisky damals, man sieht es in der Farbe. Helles Bourbonfass, schön rauchig, schöner Rauch. Und das war so die Phase, Port Charlotte hat mich geprägt. Ich habe ja meine Tochter nach diesem Whisky benannt, also meine Tochter heißt Charlotte. Schönes Teil, war für mich immer toll. Der hat mich irgendwie geprägt in dieser rauchigen Zeit. Es gab noch ein paar andere Whiskys, aber der war so für mich schon prägend, weil er natürlich dann auch für die Namensbestimmung und so weiter so ein bisschen gesorgt hat. Von daher geschmacklich habe ich viele Port Charlottes immer mal wieder offen. Der war es damals, der es mir angetan hat als erstes. Ja, mittlerweile würde man wahrscheinlich sagen, es gibt andere, bessere vielleicht, aber hier diese helle Dose, 50% und so weiter. Ja. Ich habe dann irgendwie irgendwann nochmal nachgeschossen. Also, die haben ja mittlerweile die eckige Flasche und die Isla Barleys. Habe ich lange nicht mehr probiert, die neuen. Müsste ich vielleicht mal machen. Mich hat es dann doch eher zum Zehner mittlerweile gerissen. Das meinte ich auch so mit, was ist der bessere Whisky, der tollere Whisky. Ist einfach schwierig, aber Whisky Nummer 1 ist sozusagen der Port Charlotte Isla Barley. Das war also der erste Whisky, aber die Musiktechnik, da hat es bei mir wirklich so angefangen, als ich so 14 war oder so. Ich bin 85er Jahrgang, so 99, irgendwie da so die Zeit. Vorher habe ich zwar Musik gehört, aber nie so richtig. Das heißt, ich würde sagen, das war so die erste Zeit, wo die ersten Alben rauskamen, die mich geprägt haben. Und ja, Dr. Dre, The Chronic, ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder. Hier, ich meine im Grunde Dr. Dre, The Chronic 2001. Für die normale Chronic war ich so ein bisschen zu jung. Ne? Das heißt, damals hat es mich halt damit geflasht. Hier Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Exhibit und so die ganzen Leute. Und die Chronic 2001 war halt so das Ding, was ich halt irgendwie am meisten gehört habe. Lag auch immer wieder noch in meinem Auto. Also ich bin so die CD-Generation. Anscheinend habe ich sie irgendwann mal verliehen. Ist schon abgeschrubbt. Mittlerweile geht ja alles über die Streaming-Dienste. Ja. Also
Rap-Musik, Hip-Hop in die Richtung. Das war so mein Einstieg. Ob ich dabei geblieben bin, ne, das werdet ihr gleich sehen, aber es waren so meine ersten Versuche, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das könnte mir gefallen. Interessante Musik, so als kleiner Bub damals. ja, Dr. Dre, Chronic 2001. Whisky-technisch geht es weiter. Der zweitprägendste Whisky, muss ich schon sagen, ist fast eher eine Brennerei. Ben Nevis, Aberdeen, 16 Jahre, unabhängig abgefüllt, 46 Volumenprozente. Habe ich leider nicht mehr da. Der letzte, der so ähnlich war, der war ja von, oh, was war denn das? Auch unabhängiger Abfüller. Ich komme gerade nicht drauf. Auch schon leer, aber ich habe aktuell wieder Ben Nevis offen. Also das meinte ich mit, es bestätigt sich immer wieder, Ben Nevis ist immer offen irgendwie. Das ist jetzt nicht der einzigste, aber den habe ich gerade zuletzt geöffnet. Den hat mir ein Kumpel geschenkt. Coole Geschichte, den haben die damals da vor Ort geholt für den schwedischen Whisky-Club TKS. Und 46% ist einfach so ein typisch schönes Ben Nevis-Ding. Und das mag ich so ein bisschen dreckig, ein bisschen Zitrus, ein bisschen Säure. Der hat so klassische Ben Nevis-Noten, die mich einfach abgeholt haben. Der Aberdeen war das auch. Da war das dann Refill-Cherry-Fass. Ich blende euch das Foto ein. Das war so der erste Ben Nevis aus dem Refill, wo du einfach denkst, Natural Cask, würde man da sagen. Ja, also, aber der Ben Nevis-Stil ist seitdem geblieben. Immer wieder aus dem Sherry-Fass, aus dem normalen Fass. Ben Nevis, super Teil, hat mich geprägt, bleibt dabei. Ben Nevis ist immer wieder im Glas. Das hat mich echt abgeholt und hat mir diesen Stil dieser Brennerei, dieses leicht schmutzige, es muss nicht sauber sein, haben doch abgeholt, sodass ich Ben Nevis immer wieder gerne im Glas habe. Und diese Aberdeen leider, habe ich keine Flasche mehr. Meine ich zumindest, oder hatte ich irgendwo noch meine gefunden? Aber es gibt halt so ähnliche Abfüllungen. Ja, das macht es nicht so schlimm, dass man unbedingt diese Abfüllung braucht. Und ja, aber sie war damals prägend und hat mir gezeigt, was Ben Nevis kann. Und jetzt war ich ja auch mal vor Ort. Also Ben Nevis, Aberdeen, 16 Jahre, war so meine zweite Prägung. Musiktechnisch ging es dann weiter und das meinte ich mit, ich war dann gleich am Anfang in zwei Richtungen, wo ich nicht wusste, in welche Richtung, was gefällt mir, man hört sich heraus. Muss ja auch beim Whisky, ne? Schmeckt es mir nicht. So war es dann damals mit der Musik. Ich habe damals Blink-182. so, mittlerweile muss er grinsen, aber ich höre das eigentlich immer noch ganz gern, weil es mich damals so ein bisschen mit dieser Jugendzeit verbindet. Ne? Also dieses What's My Age Again und was weiß ich. Ne? Wer jetzt älter ist, kann damit wahrscheinlich gar nichts anfangen. Es war immer so ein bisschen Parodie, lustig gemacht. Ich glaube, musikalisch, inhaltlich nicht die höchste Kunst. Aber es war für mich so ein bisschen so feiern, es kann auch mal ein bisschen, muss kein Rap sein, so nach dem Motto, kann man sich mal hören. Ich habe jetzt das Album genommen, im Grunde war das dann auch mit diesen Alben, was nimmt man da? Ne? Danach habe ich mich dann so ein bisschen Limp Bizkit, Bloodhound Gang und so, also das so Green Day, so diese Richtung so ein bisschen, ja, reingehört. Fand das bis heute auch immer wieder cool. Ne? Gibt da ein paar interessante Sachen. Das war halt schon so, ich glaube, so ein bisschen poppig. War damals so die Zeit. Und ja, Blink-182 hat sich dann damals so ein bisschen bei mir eingebürgert und hat da so einen kleinen Stil mitgegeben. Mal schauen, wo es dann gleich weiter reingeht. In welche Richtung, weil im Grunde hat sich dann aber entschieden, was höre ich denn dann lieber. Ne? Machen wir weiter. Whisky Nummer 3, der mich geprägt hat. Und das war im Grunde dann auch... Ich würde sagen, unabhängige Abfüllung, deswegen habe ich eine Society Bottle genommen. Ist auch die Brennerei, ist aber nicht diese Flasche. Im Grunde war das ein Menuchmor, den ich damals auch mit diesem Menuchmor verglichen habe. Das war doch das Leergut, den hatte ich mir nicht gekauft. Hatte ich 10 CL oder so. Ist da noch was drin? Also dieser Menuchmor 25 Jahre und ich hatte von der Society einen 25-Jährigen, als ich da frisch eingestiegen bin und der war der Knaller. Da habe ich die verglichen, beide gut. Der Menuchmor hier lag damals schon bei 300, war ja Special Release, Diageo, 25, müsste 2015 gewesen sein, so die Zeit, weil der 90 gebottelt ist. Könnte auch 16 gewesen sein, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber die SMWS-Abfüllung davon sozusagen war dann das Teil von diesem Menuchmor, der mich mit beeindruckt hat, geprägt hat, gerade die Zeit SMWS. Danach habe ich ja unglaublich viel SMWS probiert, ja, das ging dann schon los. Und dieser Menuchmor war ein ausschlaggebender Punkt, ne? Weil der mich zu dieser Brennerei geführt hat, die Unabhängigen, die Brennereien aus der dritten Reihe, Menuchmor, Dalyun, Ben Rinnis, so in die Richtung geprägt hat. Und ich würde sagen, der Menuchmor war so gut, dass er da schon echt mich beeinflusst hat, zu sagen, hey, SMWS, probier dich mal durch, da gibt es echt tolle Bourbon-Fassabfüllung.
Ja, nicht die Brennerei aus der ersten Reihe. Man sieht auch noch nicht so sherry-lastig. Aber Rauch und Bourbonfass war dann doch so mein Ding. Ja. Und musikalisch wird es jetzt richtig nerdig. Ne? Ich meine, im Grunde habe ich ja gesagt, ich bin dann abgedriftet. Und was mich dann gefunden hat, ist deutscher Rap. Ja? Jetzt denken viele, jetzt muss ich ausschalten. Der deutsche Rap, den ihr heute so hört oder damals auch teilweise gehört habt, war auch nicht meiner. Aber das war dann eher sowas wie hier Samsara, Roy Marquis. War natürlich regional Frankfurt geprägt, aber im Grunde waren das auch so immer so Mixtapes damals, die ersten noch auf Tape. Das jetzt so hier eins der CDs. Da waren halt auch wieder ganz viele Künstler drauf. Ne? Ich meine, Leute, die man jetzt kennen würde, wäre jetzt so Curse vielleicht. Ich hoffe, der eine oder andere kennt es. Tatwaffe kennt man bestimmt. Zumindest wenn man in der Zeit irgendwelche Charts zumindest realisiert hat. Ne? Tatwaffe kennt jetzt keiner, aber die Firma war damals, die hat irgendwie so ein bisschen Popschlag, Rap gemacht oder Gesang, Sprachgesang würde man sagen. Und Tatwaffe hat aber dann selbst gerappt oder so. Und dann hat Roy Marquis, ne, der hat halt Beats geschrieben, hatte dann halt hier alle Leute drauf. Und da, das war eigentlich so das Prägende. Jetzt nicht unbedingt Tatwaffe oder Curse, aber dass dann da so Per One drauf war, abstrakt. Das heißt, ganz viele Künstler, alles ein bisschen Underground-Rap. Und das habe ich mir daran reingezogen. Ja? Also die Frankfurter Buben waren drauf. Ja, das war halt weltweit geteilt. Ja? Und Samsara auch manchmal einfach nur Melodie. Rauf und runter gehört das Ding. Ja, und da sieht man, das kommt nicht mal, also das hat er nicht mal eine CD-Hülle, ja. Das war hier so Paper, original, also war schon gut hergestellt, aber ja, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang eine CD-Hülle hatte. Ja, so war das viel auch digital dann schon gehört. Ich dachte, ich bin ja 85er Jahrgang. Ich weiß gar nicht, was das war, so 2001, 2002 müsste so die Zeit gewesen sein. Ja, das steht jetzt hier gar nicht drauf. Steht relativ wenig drauf. Aber Roy Marquis, ja, also Samsara, Momentaufnahmen, das waren so diese ganzen Mixtapes, deswegen habe ich gesagt, diese Platte hat mich halt geprägt, das war schwierig, weil da kamen schon einige raus, als ich die entdeckt habe, ja, und dann konntest du dir halt Momentaufnahmen 1, 2, 3, Samsara, Battle of the Worlds, das waren alles so Dinger, die halt über Roy Marquis rauskamen und dann alles da folgend war so irgendwie alles von Roy Marquis wurde aufgesaugt, von daher sehr prägend, Roy Marquis, Samsara. Whisky-technisch kommen wir auf den vierten Whisky. Darf nicht fehlen, ihr habt es vielleicht schon gesehen hier. Couvreur, ja, ich habe jetzt hier die Magnum, der Overage. Damit steigt man ja ein, Overage-Fassstärke, dann geht es immer weiter. Ist halt dann auch ein Meilenstein. Ne? Couvreur ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo man immer wieder was hatte. Mittlerweile hier die x-te Flasche vom Overaged offen. Damals mal eine Phase Overaged durch das ganze Eiler-Regal geblendet. Pur getrunken, Sherry Malt, das ist jetzt das Kaffeebett von letzten Jahr. Unfassbar gut. Also der Overaged, immer wieder mega. Ja, und Couvreur dann 2018 vor Ort das gesehen, die Leute kennengelernt, der Whisky for Life. Also ich würde sagen, so die Flasche, ne? Bei mir ist das eher mit den ganzen Abfüllungen, mit den Sachen verbindet man halt etwas. Mittlerweile, man hat so eine verschiedene Gruppen, Kontakte, trifft sich Couvreur-technisch, man hat einen Austausch, einen Draht, hat da einfach Liebhaber in seinen Runden, die das auch mögen, hier Michelle von Mayhem, ja, die hier auch immer wieder Couvreur-Fan ist, in dem Sinne, also ja, Couvreur. Ja, dann geht's weiter, damals ehemalige 3P-Zeiten, ich habe dann musikalisch, Azad war so mein Ding, ne? Da kam halt erst Leben raus. Ich meine, klar, zu der gleichen Zeit, sage ich mal so, für uns Jugendlich hatten wir damals auch so ein bisschen entdeckt, dieses ganze Tupac und verschiedene Ami-Rapper, komme ich vielleicht gleich noch so ein bisschen dazu. Aber deutsch-rap-technisch war Azad mit Leben natürlich auch ein sehr prägendes Album, aber ich habe Faust des Nordwestens immer hoch und runter gehört. Das war für mich so ein bisschen dieses Hip-Hop-technisch, wenn es deeper geht, Sprachgesang, später auch Donato hätte ich gern mit reingenommen. Also da merkt man, das sind dann schon viele Rapper, die man teilweise kennt, vielleicht aber nicht von den Dingen, die dann irgendwann, die ich dann auch langfristig nicht mehr gehört habe, aber diese anfangsprägenden Dinger, war Azad halt schon Rap-technisch, Flow-technisch, einer mit der geilsten. Dann Frankfurt, hier die Region, ne? Da ist man dann so ein bisschen regional beeinflusst, von daher Faust des Nordwesten, Album Nummer 4. Ich bin ja gespannt, wer hier Rap-Musik hört. Und da ist dann so die Unterscheidung zwischen Rap und Hip-Hop. Ja, da bin ich dann doch eher so
besonders unterwegs, vermutlich unter den verschiedenen deutschen YouTubern. Aber das war das letzte deutsche Album. Gleich gibt es nochmal was Englisches. Aber Azad, Forst des Nordwestens. Auf Nummer 4. Die letzte Flasche in dem Sinne habe ich auch wieder nicht da, die mich geprägt hat, whiskytechnisch. Und zwar müsste man sagen, das ging dann so ein bisschen in die Raritäten rein. Ja. Und da habe ich mich gefragt, welche Flasche war es denn? Ich habe dann schon früher ein paar alte Blends probiert, wollte jetzt aber auch nicht jede Flasche so aus dieser Vergangenheit nehmen. Ich hatte auch schon bessere Abfüllung. Aber eine sehr prägende war dann, deswegen halte ich mal hier so einen klassischen Dekanter vor, wo man sagt, taugt der was? Ne? Am Ende füllt man irgendwas rein, man will die Flasche dann doch irgendwie im Original haben, das Ding staubt ein und da ist irgendwie der Aldi-Whisky drin, so nach dem Motto. Also nichts Besonderes. Aber damals im Dekanter ein Glenlivet 1938, den ich in Limbo probieren durfte. Da hatte ich mehrere Raritäten verkostet und diese Flasche ist einfach so, da kommt dann auch so ein bisschen dieses Historie-Trinken. Ein Whisky aus den 30ern und das war der erste Whisky, sage ich mal, der so vor den 50ern war, den ich probiert habe. Also mittlerweile nochmal 30er probiert, 40er und so weiter. Das ist ja dann auch irgendwie eine Zeit, wo man merkt, das ist schwierig, das einzuordnen, wo kommt der Kram her und so weiter. Von daher, ich blende euch ein Foto ein, aber der Glenlivet 1938, whiskytechnisch, war dann doch sehr prägend einfach, weil das dann so wow, wie weit kann es gehen, wie weit kannst du es treiben, ja? Diese Faszination, Geschichte zu trinken in dem Sinne. Gar nicht mal der Geschmack muss der beste sein. Aber das kommt natürlich auch, ne? Gerade dies Jahr dann irgendwie ein Long John aus den 30er Jahren mit einer so metallischen Steuerbanderole kriegt man bei Jens Fahr im Stand aktuell, wenn er noch da ist, sage ich mal, oder was weiß ich, ein Chiva Brothers aus den 40ern damals bei Gregor. Also das sind schon alte Sachen, die machen Spaß und dieser Glenlivet war halt so der erste beeindruckende, wo ich gesagt habe, wow, wir gehen halt über die Blends aus den 70er Jahren hinaus und nochmal in die nächste Klasse. Ne? Wie gesagt, 5 Whiskys, die einen prägen. Man hätte so viele Whiskys nehmen können, aber das sind schon sehr ereignisreiche Whiskys gewesen, die unglaublich viel Spaß gemacht haben, würde ich sagen. Und nicht nur Spaß soll es gemacht haben, sondern auch eine Erfahrung, ein prägendes Ereignis. Und so wie das mit dem Whisky war, ist es dann auch mit der Musik. Und ich habe gemerkt, ich bin dann doch eher so auch noch immer so die zweite Reihe. Von den Alben, wie gesagt, am Anfang mit Dr. Dre und dem ganzen Kram, dann hört man diese ganzen Rapper hoch und runter, alle Alben. Aber find da mal eins, wo du sagst, das hat mich geprägt. Und genauso ist es dann auch von den Rappern, wo ich sagen würde, am Ende auch sehr prägend, dem amerikanischsprachigen. Ich habe jetzt mal Nas genommen, It Was Written. Viele würden wahrscheinlich Illmatic hochhalten. Ja, also das war dann so das erste ausschlaggebende Ding, wo halt einfach auch richtig krass gerappt hat, würde ich sagen. Aber sprachlich und musikalisch fand ich It Written immer noch, hat mich ein bisschen mehr abgeholt mit The Message. Street Dreams war natürlich so das bekannteste Ding. Oder If I Ruled the World wäre dann so Dinge, die die meisten dann kennen, vielleicht in diesen Radioversionen. Aber mir ging es halt eher um den Rap. Nas, It Was Written, war schon echt gut. Ja? Also ich meine, man hätte dann gucken können, okay, was nimmst du da? So diese NWA-Zeit war halt, da war ich halt zu jung für, ja. Das heißt, das war vor meiner Zeit, das habe ich dann auch gehört oder dann Bone Thugs-N Harmony und so einen ganzen Kram hat man dann als Jugendlicher mal gehört, fand man auch cool, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, das war das Prägendste, ne? Irgendwie Wu-Tang und der ganze Kram, den hast du dir reingezogen, fand man cool, Tupac und Co., aber Nas war dann doch einer, wo ich sage, wird geil. Ich glaube, wenn der heute nach Deutschland kommt, würde ich auch gucken, dass du da irgendwie hinkommst. Ja? Ich weiß nicht, wie die Musik teilweise dann heute ist. Das ist dann auch das hat mich viel geprägt, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich von diesen ganzen Künstlern musikalisch das alles heute noch höre. Ja? Also es bleibt dabei, ich höre immer mal wieder alte Musik, gucke mal, ob immer wieder was neu rauskommt, Englisch, Deutsch. Manchmal, früher war es halt so dieses Album, ne? man braucht es ja physisch, dann hat man es hoch und runter gehört, heutzutage mit diesen Playlists stopfst du dir da deine Lieder zusammen, wenn du auf dem Album ein paar Lieder nicht gut findest, ein paar gut findest, kannst du dir ja deine eigenen Dinger zusammenwürfeln, hast Spaß, hörst gute Musik und so ist das heute noch, Deutschrap, Ami-Rap, dabei bin ich geblieben, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer gedacht hätte, dass ich diese Musik höre, ja. Ansonsten geht es hier natürlich um Whisky. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Eindruck.
über meine 5 Highlights, 5 prägendsten Momente im Whisky- und Musikbereich. Wer jetzt dran geblieben ist und dachte, vor der Musik kannte ich fast gar nichts, aber die Whiskys haben mich geflasht, oder wer jetzt sagt, die Musik fand ich gut. Ich glaube, es war eine spannende Runde. Natürlich ist dieses Challenge-Thema immer so ein bisschen Challenge, der Name. Ich meine, was war jetzt da die Herausforderung? Das kann jeder sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, macht Spaß. Von daher bin ich da gerne dabei. 2 Leute darf ich es weitergeben, ob ihr dabei seid oder nicht. It's up to you, so nach dem Motto. Ihr könnt quasi selbst entscheiden. Ihr seid alt genug, sonst dürft ihr kein Whisky trinken. Also, ich würde sagen, 2 Leute raus, die diesen Auftrag, mal ein bisschen was über ihr Musikleben, ihre Musikprägung und Whiskyprägung zu haben, können gerne mal darüber ein bisschen was babbeln. Ich würde einfach sagen, weil es mich musiktechnisch vielleicht auch interessiert, bin ich ganz gespannt. André, Whisky Tales, neuer Kanal, mal wieder früher, der Sample-Schniffer. Komm, mal gucken, ob du Zeit und Lust hast, das rauszuhauen. Als zweites würde ich sagen, Michel von Mayhem. Ich glaube, du hast so ein bisschen andere Musikrichtung, was man ja immer in deinem Intro hört. Aber es ist mal gespannt, weil ich glaube, es ist nicht ganz so Metal-lastig. Eher so ein bisschen, ich würde mich jetzt blamieren, wenn ich jetzt irgendwie probiere, diese Genre zu sagen, aber so ein bisschen rockig, würde ich jetzt mal sagen. Nein, Punkrock, keine Ahnung. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ne? Ich kenne hier Rap-Musik. Da kenne ich mich ganz gut aus. Da habe ich meine eigene Philosophie, was guter Rap ist, was guter Hip-Hop ist. Und hier hat jeder seine Mucke. Aber ihr zwei, Michel von Mayhem, Whisky Tales, André, viel Spaß mit der Challenge, mit dem Auftrag, da eure 5 prägenden Musikalben als auch Whiskys zu nennen. Ihr könnt auch nur Whiskys machen, nur Musik. Up to you. Viel Spaß dabei und ich hoffe, alle, die da gerade zugeschaltet haben, also du, ich hoffe, ihr hattet Spaß, du hattest Spaß und wir sehen uns demnächst. Macht's gut und tschüss.